bin so unnötig gerade. Du bist unnötig. Ja, jetzt gerade. Wieso, weil du nichts machst, oder wie? Ich habe nur sinnlos auf irgendetwas rumgehämmert. Mach doch irgendwas. Ja, ich mache jetzt Kuchen. Kuchen? Super, ganz wichtig, Kuchen. Keine Ahnung, bau das Netherportal irgendwo hin oder so. Du hast doch auch Dings gefarmt im Netherportal. Ja, ich will einen Kuchen machen lassen. Ich will einen Kuchen. Dann mach einen Kuchen. Mach ich auch. Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Ja, natürlich. Hat auch Kuchen richtig schreiben, wenn ich wissen, was ich dafür noch brauchte. Zucker. Milch. Ja. Ja, Milch gehe ich ja jetzt holen. Butter, Ei. Ja, nee, das ist nicht unbedingt. In der Weihnachtsbäckerei, oh Gott, nein. Rhythmus hast du nicht. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Kirch eine riesengroße Klinkerei. In der Weihnachtsbäckerei. Das Fleisch war übrigens von den Kühen geübt, die ich geschlachtet habe, und deswegen war da so viel Fleisch drin, glaube ich. Ja, war ja auch Steak da. So, ihr Kühe, jetzt werdet ihr gemolken. Mäh, ah ne, Mü, nee. Mu. Okay, ich habe jetzt einfach drei volle Eimer aus einer Kuh geholt. Ich hab kurz Klingt überlegen jetzt lassen. nicht unbedingt normal, aber Ah, mach ich auch immer. ist auch immer so drei Eimer aus einer Kuh, ne? Ja. Wie viel Zucker kommt da raus? Ein Zucker. Ich wünsche, wer das nicht Zwei macht. Zucker. Man macht das nicht. Ist so. Oh, eigentlich ist alles für Kuchen. Was bitten wir noch? Weiz? Das war schon Kuchen. Weizen! Weizen ist unten. Ja, ich habe Weizen ja auch bei mir. Oh, sorry, bei dir. Stimmt. Ja, bei mir. Bei deinem privaten Ding, ja. Ich brauche nur zwei. Oh Gott, ich bin hart unnötig. Egal. Du bist sowas von unnötig. In der Tat. Also jetzt gerade hier. Hä? Vor allem den kann man den Kuchen nicht mal essen. Aber egal. Mache jetzt ein schönes Plätzchen dahin und dann haben wir da einen Kuchen. Wohin? Ja, ins Haus. Mache Okay. jetzt ein schönes Eckchen hin und dann ist da ein Kuchen halt. Eckchen, Junge. Ein Eckchen. Wow. Was hast du gemacht? Komm gucken. Will ich's wissen? Weiß Oh, es tut so weh. nicht. Was kannst du eigentlich? Mach doch eine Falltür oder so. Oh, scheiße. Aber der Kuchen ist weg. Ach, ey. Kein Kommentar. Ja, ich mache halt einfach noch mal die Kuchen. Mach mir noch mal einen Kuchen. Was fehlt denn jetzt dafür? Ach so, ja, ich muss auch den einen Zucker rausholen. Weißt du, wir haben so wenig Zuckerrohr und du machst aus Zuckerrohr Zucker. Stark. Das ist meine Leistung. Ich herbringe ja meine harte Du Arbeit. hast nichts Produktives. Bereitschaft. Ich mache einen Kuchen. Jetzt mache ich eine Ecke für diesen Kuchen. Ein Eckchen, wenn ich bin darf. Ein Eckchen. Kucheneckchen. Kuchen mit Ecke. Nicht Würmer mit Ecke, sondern Kuchen mit Ecke. Ja, der Kuchen mit der Ecke. Hoffnung läuft auch noch. Sehr schön. Ja, die Hoffnung läuft. Die Hoffnung? Die Aufnahme. Achso. Bei dir sind Hoffnungen und alles andere auch verloren. Na. Ich meine, schau dir den Kuchen an. Mein Kuchen in Ruhe.
Das ist ein schöner Kuchen. Das wird mit viel Liebe gemacht. Das ist nicht mal ein Schokokuchen. Ja, da hatte ich leider keine Auswahl. Das ist aber ein Erdbeerkuchen. Das ist ein Erdbeerstück oben drauf. Bei mir auf jeden Fall. Ich habe mir größte Mühe gegeben, diesen Kuchen für dich zu backen. Ich meine, du tust hier so viel. Da habe ich gedacht, du hast dir einfach mal ein Stück Kuchen verdient. Also ich kann, wenn ich da vorbeigehe und Hunger habe, ihn einfach doch mal was snacken. Ja. Oh, das ist ja nett. Da kriege ich auch was ab von deinem Kuchen. Mein Schatz. Was hast du eigentlich mit den Axolotten vor? Oh, für den können wir irgendwas Kleines Süßes bauen, ein Aquarium oder so. Die freuen sich bestimmt. Ich wäre überhaupt für so ein Aquarium, wo ganz viele Fische drin leben. Ich wäre dafür, wenn wir jetzt erstmal schlafen gehen. Ich nehme auch. Ja. Also so langsam, also jetzt, wenn ich jetzt so draußen die chille, so im Dunkeln, sieht das schon ganz schön hier aus. Mit dem Häuschen und den Tierchen und den. Ah, der Schornstein ist cool. Ja. Genauso wie beim Voice Crack gerade. Ich wollte es einmal unkommentiert lassen. Das ist ja nicht mein erster heute. Ich sind die Leute ja schon gewohnt. Da kommt direkt einer hinterher. Jetzt hab ich einen Ohrwurm, Alter. Hilfe. Von der Weihnachtsbäckerei. Von? Ja, du hast einen Ohrwurm. Von der Weihnachtsbäckerei. So. In der Weihnachtsbäckerei. So, es hat bei denen geklappt. Die Funken sind gesprüht. So, Schweine. Ich habe aber keinen Schweinestall hin. Schweinerei. Weil es ist nicht so, dass ich den ganzen Zuckerrohr eigentlich dafür brauchen würde, um die Bücherregale zu machen. Ich mache einfach. Hör auf mit dem scheiß Kuchen, Alter, ey. Der Kuchen ist ja jetzt fertig. Wo ist denn der eigentlich? Der steht im Haus. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Rechts von der Tür. Diesmal vernünftig, oder? Ja. Ja. Das will ich niemals falsch machen würde. Ich bin Profi. Na, natürlich bist du weiß, Profi. Weiß, was ich tue. Weiß, was ich tue. So wie ein Pokémon-Nasalox? Ich weiß, was ich tue, wenn ich nicht so aussehe, ja? Das stimmt, du siehst absolut nicht so aus. Aber ich weiß ganz genau, was ich tue. Man kann mir vertrauen. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt zustimmen würde. Doch, kann man. Kann einfach zustimmen, ohne Probleme. So sieht es bei den Feldern aus. Der Eideck ist noch nicht mal 1 Millimeter gewachsen. Sternverboten. Sagt während der Aufnahme ist es verboten. Sterben, ja. Ja, aber außerhalb ist okay, ne? Der ruft mich nicht. Also. Egal, da kann es mir eigentlich gar nicht sein. Wie bitte? Sagt egal, da kann es mir eigentlich gar nicht sein. Spaß. Hat sich da ein Audio letztens aber noch anders angehört. Hallo. Keine privaten Dinge veröffentlichen, danke. Mach ich ja auch nicht. Das leak ich nicht. Wie, das leakst du nicht? Nee, das leak ich nicht. Hast du es vorgehabt, oder wie? Nein. Ich bin dumm. Ja. Dafür kriegst du Schlag mit Zuckerrohr. Für die angeborene Dummheit. Ich hab am Kuchen genascht. Und weitere 2 Bücherregale, let's go. Du musst ernsthaft den ganzen Raum mit Bücherregalen voll machen? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie das dann aussieht. Wahrscheinlich sehr bücherlike. Ja. Volle Zauberkraft. Harry Potter, vielleicht kriegen wir ja auch die Macht und so. Ja, natürlich. Vielleicht wird es auch so ein bisschen wie bei Star Wars dann. Schauen, was ist.
Aber kann man VW von den Kuchen. Oh, man kann ja VW von den Kuchen naschen, wenn man Hunger hat. Lol. Du bist so ein. Ich dachte, das wäre nur Deko. Du bist auch nur Deko. Schau dich an. Was ist jetzt eigentlich mein Hund und was ist dein Hund? Wir müssen das mal ein bisschen differenzieren. Okay, das ist meiner. Wieso? Du siehst doch, was deiner ist. Deiner ist rechts. Genau wie du. Also. Okay. Und ich bin halt links. Das ist jetzt mal unkommentiert. Und die Linken über der Überzahl sind, werden die Rechten geschlagen. Das geht in die komplett falsche Richtung. Ja, deswegen sage ich, ich sollte aufhören. Besser ist es. Kann das sein, dass du dich langweilst? Also jetzt gerade ein bisschen, weil ich halt einfach nur darauf warte, dass der Zuckerrohr wächst. Dann bau doch was für ein Sneta-Portal, mach irgendwas, bau irgendwas, mach irgendwie was, mach irgendwas Produktives. Sonst hast du wieder eine 8-Minuten-Folge. Ich weiß nicht, was du meinst. Denk dir was aus, mein Gott. Ich bin noch dabei zu denken. Was Schöne irgendwas, keine Ahnung. Gibt so viel zu tun hier. Das reicht ja auch von den Kisten, oder? Von hier unten? Denke. Mach Schilder in die Kisten, damit wir wissen, wo was ist. Mach irgendwas, denk dir was aus, keine Ahnung. Sortier die Kisten besser ein. Ich gehe mich jetzt schon um das nächste Portal kümmern. Ich muss mir gerade nur eine Vision dafür schaffen. Bau dir so eine Netherinsel im Wasser. Das hat Style. Weißt du, was ich meine? Weiß, was haben wir überhaupt Sachen für ein Feuer? Ja, bestimmt. Wir haben Kies zumindest. Das kannst du dir in Feuer schon machen. Feuerstein. Und was braucht man nochmal? Eisen, ne? Eisen haben wir nicht. Haben wir gar nichts mehr. Eisen ist ein ganz schwieriges Thema, ne? Ich hab 50 Eisenklumpen, falls du was brauchst. Naja, Eisenklumpen brauche ich gerade nicht. Ich mache einfach ein Netherportal auf den Steg. Gott, bitte also nicht. Auf dem Dach vom Steg. Das ist doch was. Bitte nicht. Das Ding ist, hätte ich hier die Ecke jetzt nicht dazu verdonnert, einfach mit Zuckerrohr da zu sein, hätte ich einfach hier auf dieser Sandebene, obwohl ich kann es ja trotzdem machen. Dieser Sandebene. Bau dir doch einfach eine künstliche Insel hin. Nee, ich mach das einfach hier beim Zuckerrohr. Na, dann machst du beim Zuckerrohr. Aber sieht das nicht scheiße aus, wenn es direkt vom Zuckerrohr ist? Wie bitte? Sieht das dann nicht irgendwie kacke aus, wenn es direkt beim Zuckerrohr ist? Ja, weiß ich doch nicht. Ah, okay. Einfach wissen. Ich weiß nicht. Da sind die Grüße immer noch da unten. Bin halt immer noch da unten. Kackpillager. Guck mir jetzt mal eine andere Ecke an. Jetzt habe ich auch noch so eine kleine Insel. Direkt rechts von uns, ein Kackportal. Kannst du auch, wie gesagt, so eine kleine künstliche Insel irgendwie bauen? Oder du baust es irgendwo halt ins Wasser hin? Hast du da mal ein bisschen Platz? Das Ding ist, weil an der Ecke, wo ich das gerade bin, ist auch so eine fertige Insel, sag ich jetzt mal, ne? Wahrscheinlich bist du da gerade. Die ist aber halt auch schon 169 Meter weg. Ich sehe dich da hinten. Wo ich gerade stehe. Weiß halt nicht, ob er so weit gehen möchte dafür. Das Portal nervt ja eh nur, macht eh nur laute Geräusche, also von mir aus kannst du es da hinbauen. Mach hier so eine schöne Ecke damit hin. Mach hier so einen sandigen Portal. Aua. Was? Ja, ich bin runtergefallen. Bin ich runtergefallen?